Meine Damen und Herren, heute Abend das Neo Magazin Royal. Zu Gast ist die Vorsitzende der Partei Die Grünen. Nicht mehr Bündnis 90 Die Grünen, ne? Doch, natürlich. Auch noch? Ja, natürlich Bündnis 90 Die Grünen. Ich komme aus Brandenburg, da lege ich viel Wert drauf. Ah, okay. Das ist ja ostdeutsche Wurzeln. Ich dachte, Sie kommen Bündnis aus Hannover. 90, Bündnis 90 kommt daher nicht. Ich lebe ja seit langer Zeit in Brandenburg. Annalena Baerbock ist heute Abend zu Gast im Neo Magazin Royal. Hashtag der Woche ist Taufkäse. Eine fantastische Sendung für Sie vorbereitet. Es wird wirklich toll heute Abend. Frau Baerbock, wir werden uns heute Abend unter anderem darüber unterhalten, wer im Internet am fittesten ist bei den Grünen, wie die WLAN-Situation im Bundestag ist, was die russischen Hacker herausbekommen konnten beim Verteidigungsministerium, beim Außenministerium. Es gibt tatsächlich kein WLAN im Bundestag. Das ist tatsächlich so. Also Sie sind da, wie ist denn der Handyempfang? Wenn Sie da sitzen im Plenum, haben Sie 1-E oder 2-E, haben Sie 3G, wenn Sie aufs Handy gucken? Na, das hat ja der neue Bundestagspräsident verboten, dass man im Plenum twittert oder sowas. Sie dürfen aufs Handy gucken? Das dürfen wir. Und können Sie mir sagen, wie viele Striche man da hat? Empfang? Nein, wir haben guten Empfang und das mit dem WLAN, das kommt jetzt auch. In der letzten Legislatur gab es das nur im Europaausschuss, interessanterweise. Da war ich drin, das war gut. Aber ganz kurz, wir haben das Jahr 2018, die letzte Legislatur, also im September zu Ende. Also Sie hatten bis 2017 kein WLAN im Bundestag. Ja. Viel Spaß, russische Hacker. Wir arbeiten. Was willst du denn da echt hacken? Da kannst du nichts hacken. Wir arbeiten halt viel. Ja, aber man kann da auch... Also, was? Was ist los, Ralf? Nee, ich habe nur gerade geguckt, ob es das Neues gibt. Mach mal weiter. Bei den Hackern, ich guck auch mal ganz kurz. Ich hab mir die Bundestags-App runtergeladen, weil da kann man immer ganz schön gucken, was die Bundestagsmitglieder... Schauen Sie mal hier, Bundestag und Bundesrat. Ja, die habe ich auch. Das dauert immer sehr lange. Guck mal, wie lange es dauert zum Laden. So, jetzt aufgebaut. Und dann, was es alles an Tagesordnungen, am Sitzungsverlauf gibt. Waren Sie mal auf der Website des Deutschen Bundestages? Ja, klar. Und, wie gefällt die Ihnen so? Meinen Sie, dass diese Website junge Menschen für Politik begeistert? Mal so einfach mal so ins Blaue gefragt. Oder ins Grüne. Ich habe versucht, da Videos zu finden. Oder ja, dann hier, ne? Plenum TV. Hier kann man so schön live die Debatte im Bundestag Plenum anschauen. TV. Das lädt kurz. Sekunde. Nee, jetzt glaube ich gerade. Ab, ja. Was haben wir denn jetzt? So, hier, Grüne wollen Kinderschutz und Prävention ausbauen. Schon mal top, super Nachricht. Mhm. Ganz ein unpopuläres Thema, Kinderschutz und Prävention. Wer ist es hier? Ilgard Bullmann. Bullmann, ja. Aber die ist eigentlich nicht mehr Vizepräsidentin, deswegen... Mit dem Titel, damit Kinder gut aufwachsen, Kinderschutz und Prävention ausbauen. Unterhalten Sie sich eigentlich auch im Bundestag mit AfD-Abgeordneten oder sind die absolute No-Gos, wenn Sie da irgendwie im Käferrestaurant stehen, neben denen, dass Sie auf einmal dann versehentlich in ein Gespräch mit Alexander Gauland verwickelt werden? Passiert Ihnen das manchmal, ohne dass Sie das eigentlich wollen? Pff, nee, also ich weiß schon, mit wem ich rede. So versehentlich spreche ich nicht mit Leuten, aber mit Alexander Gauland habe ich schon heftigst diskutiert und gestritten, weil Brandenburg, ja. Ach. Wir waren beide Spitzenkandidaten in Brandenburg und... Aber kann das manchmal passieren, dass Sie, obwohl Sie politisch nichts gemeinsam haben, auf einmal sich mit einem AfD-Politiker oder einer Politikerin unterhalten und denken, Mensch, war aber nett. Und dann gucken Sie da irgendwie nach in der Bundestags-App und denken, ach fuck, ist er bei der AfD und jetzt? Naja, also es ist, also die Umgangsform, ich grüße auch, wenn ich in den Ausschuss reinkomme und sage ich nicht, aber Sie habe ich jetzt nicht gemeint. Aber natürlich ist es schon so, dass man mit den Leuten redet, die man gerne mag und mit denen, die man nicht gerne mag, dann in Mittagspause nicht seine Zeit verbringt. Aber es hat ja auch alles gerade erst angefangen, ehrlich gesagt. Ganz viele erkenne ich auch nicht. Man muss auch sagen, es sind fast ja nur Männer, die alle sehr ähnlich aussehen. Also, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt tatsächlich... ich glaube, man muss da so ein bisschen vorsichtig sein, weil das dann, glaube ich, schon direkt so Äußerlichkeits-, so merkwürdige pseudowissenschaftliche Terrains berührt. Aber es gibt so einen Phänotyp AfD-Politiker, der tatsächlich irgendwie... Sehen sich AfD-Politiker ähnlich? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist immer ein Anzug, immer so ein bisschen... Es ist, ich sag mal, nicht dieser freche, schmale Schnitt, den junge, moderne Showmaster oder Leute aus der FDP tragen oder sowas. Sondern es ist immer so ein auch bisschen... Auch eine interessante Analyse. Ja, ja. Also Christian Lindner, der saß hier, da habe ich gedacht, ist das Bodypainting oder ein Anzug? Das war wirklich so eng und der war so schön geschnitten. Robert Habeck eher mit so einem, ich sag mal... ich habe einen Buchvertrag mit Kiepenheuer und Witsch, Anzug, Oberteil und darunter so ein ganz normal, casual Jeans und so. Und die AfD immer so ein bisschen diese Gauland-Sackos, wo man sich fragt, wo werden die eigentlich noch hergestellt in Osteuropa? Nee, ich glaube, also Herr Gauland ist der Einzige, der da raussticht, würde ich eher sagen. Und die anderen haben eher so
grauer. Grau Anzüge. Und ab und zu mal was Freches, vielleicht mal aus den 90er Jahren so ein rosafarbenes Hemd von so einem Autoverkäufer. Oder mal so eine peppige Krawatte in irgendwie mit orangenen Streifen oder so. Und die Frauen in der AfD, da frage ich mich immer, wie das sein kann. Wie das geht, politisch. Also wie man das Beschützerinstinkt, beziehungsweise man hofft auf den großen Beschützer. Oder gibt es da irgendwelche frauenpolitischen Impulse, die mir bislang entgangen sind aus der Partei? Nö, dass man vielleicht vorgeschrieben bekommt, wie viele Kinder man zu kriegen hat, ich weiß es nicht. Aber natürlich ist es so, es gibt auch Frauen, die recht sind. Also das, aber man kann jedenfalls die Frauen, würde ich sagen, weiß ich nicht, an einer Hand abzählen, würde ich sagen. Annalena Baerbock, heute Abend im Neo-Magazin Royal. Hashtag der Woche ist Tauchkäse. Ich hätte Sie noch gefragt, Fundi oder Realo? Ist natürlich eine schwierige Frage. Oder haben Sie das System Fundi und Realo überwunden mit den Grünen? Ist das noch eine Kategorie? Natürlich, also bei uns gibt es noch Flügel, aber ich habe ganz klar gesagt, für mich ist das nicht meine prioritäre das Ding, warum ich bei den Grünen bin. Ich bin bei den Grünen aus anderen Gründen eingetreten und nicht zu sagen, ich gehe in einen Flügel. Und wir sind als Parteivorsitzende für die gesamte Partei gewählt worden, ich auch. Und wir müssen aber alle bei uns in der Partei natürlich auch mitnehmen. Und ich glaube, sehr die diplomatisch. Stärke... Es ist sehr diplomatisch. Die Kevin Kühner Diplomatie-Schule. Also eher sind Sie weder Fundi noch Reale, sind einfach und. Nein. Oder dürfen Sie es öffentlich nicht sagen? Nein. Natürlich darf ich das öffentlich sagen. Ich zähle zu den Realos. Und für mich ist es aber so, dass ich immer wieder auch Positionen, wo man sagt, das ist ja eher eine linke Position. Lustig war es, nach meiner Wahl kam ich in den Wirtschaftsausschuss. Mhm. Und dann meinte der eine Kollege von der CDU zu mir, Frau Baerbock, ich lese in der Zeitung, Sie zählen zu den Realos. Hätten Sie das einmal in den 4 Jahren beim Wirtschaftsausschuss hier deutlich machen können? Also deswegen glaube ich, die Grenzen sind da sehr fließend bei uns. Annalena Baerbock, heute Abend zu Gast im Neo-Magazin Royal. Schalten Sie ein um 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek um 22 Uhr, wann? 25? Je nachdem, wie lange Olli... Wir haben das Problem mit Oliver Welke, der ist immer sehr lang. Der macht immer lange Witze und dann verschiebt sich unsere Sendung. Aber wir wissen immer nicht genau, wie viel sich die Sendung verschiebt. Obwohl wir doch eigentlich 6 Tage Zeit haben, das auszurechnen. Am Freitag macht Olli Welke seine Sendung, dann wissen wir schon, wie lange er überzieht. Und wir können trotzdem nicht sagen, wie spät wir heute sind, weil heute läuft doch die Wiederholung der Heute-Show von letzter Woche. Komisch. Ich verstehe es nicht. Ein Rätsel, ja. Es ist ein großes Mystery, ein großes Rätsel. Heute Abend, seien Sie gespannt, schalten Sie einfach den ganzen Abend ZDF Neo ein, können Sie nichts falsch machen. Inspektor Barnaby läuft da immer, Wilsberg, die Heute-Show und wir dann irgendwann auch. Irgendwann wir, ja. Ja, schalten Sie ein, es lohnt sich sehr. Bis nachher. Tschüss.